Ja, Leute, was geht? Wir machen weiter mit Let's Play. Hier, Just Cause, 1. Und wir müssen jetzt hier komplett da hinten hinfliegen. Warum? Weil das Spiel mich wieder umgebracht hat, weil ein Auto mich angefahren hat. Ich finde, das ist das Schlimmste, was an dem Spiel nicht funktioniert. Ruckeln und das Auto. Verstehe nicht, wieso diese Autos so overpowered sind. Ja, ich hab vieles Verständnis, ne, aber das nicht mehr. Wir machen mittlerweile die 6. Folge. Der Übernahme. Mal gespannt, wie es heute wird. Mal gucken, ob es heute vielleicht tatsächlich schaffen wird, abzuschließen. Ich glaube nicht. Ich glaube, noch eine Folge ein bisschen dran. Ey, wie Zeit man sich dafür einfach nehmen muss, Alter. Das merkt man selber. Ich merke das jetzt ja nur, weil ich das jetzt aufnehme, weil sonst würde ich es auch nicht merken. Das ist echt so. Also, ich merke das gar nicht. Wird sich jetzt die Polizei nicht kommt, aber egal. Ja, mich hat eben ein Auto angefangen. Ich finde jetzt so blöd gemacht, dass wenn ein Auto anfährt, dass sie sofort stirbt. Ich meine, das ist echt übertrieben manchmal. Weil du achtest darauf und ich habe auf ihn echt nicht geachtet wie in der letzten Folge. Und dann sterbe ich einfach. Bin ja auf jeden Fall super gemacht. Das ist das Richtige, ne? Ja. Hey Mann! Brauchen Sie Arbeit? Ja, brauche ich. Schade für den nicht. Ich will hier immer wieder ein paar Knarren sammeln. Weil das Spiel immer was hat. Ja! Alter! Leute! Das ist gut, nur eher driften, Alter. Ohne Witz, hört auf! Das macht mich immer wieder. Das macht mich immer wieder neue Angst, Alter. Wohin, dass ich das immer vorbei ist. Also in dem Maße es übernehmen, weil da bin ich echt froh. Aber was wir da machen. Vielleicht machen wir ja noch die Punkte vor. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht interessant. Perfekt, doch, ich weiß noch nicht. Ob ich dann danach jetzt. Ich wollte eigentlich nachher auch ein bisschen machen, aber wenn ich mir jetzt wieder mal recht überlege, könnte ich auch wieder das nicht machen. Hey. Mal gucken, wir machen auf jeden Fall alles. Also, sag mal so, die Story ist nicht so überragend jetzt, wenn ich jetzt sagen könnte. Was willst du? Guck mal, ich werde hier angeschossen. Kann überall reagieren, aber kommt ein Auto, bin tot. Bin einfach so idiotisch manchmal. Mach die schnelle Gameplay. Bam. Bin ich echt Fan von. Boah, Alter. Alter, Geschwindigkeit. Aber wir übernehmen, würde ich sagen, ne? Und das ist echt geschafft. Wir übernehmen jetzt. Aber, oh, das hätte ich registriert, ne? Dann soll danke. Oh nein, hör auf, der Auto zu fahren. Hör auf. Dafür ein bisschen mehr nach dem Ziel, hallo. Ah, bis noch einer registriert. Das war nicht mehr registriert. Na, wenn du was.
Gut. Schön den in die Fresse getreten, bis er tot ist. Na gut, der ist halt jetzt getötet, aber... war auch lustig. Weil mir ja klar ist, wenn welche Scheiße passieren muss. Keine Energie, okay. Ich habe immer Energieausschau gehalten, aber lag da irgendwo. Ja, was ich jetzt meinte, ist das einnehmen, dann das da ganz oben, dann das, dann das, dann das und dann das und dann haben wir das nämlich. Dann würden wir nämlich genau bei der Hauptmission wieder rauskommen. Ich glaube, das wäre ja intelligent. Könnte so eine Hauptmission machen. Da habe ich Just Cause erstmal wieder aufgenommen, würde ich sagen. Mir in die Richtung, ne? Ja, genau, mehr in die Richtung. Ja. Dann habe ich auf jeden Fall wieder erst ein paar Folgen Just Cause mir wieder gesichert. Wenn ich einmal anfange mit aufnehmen, finde ich auch kein Ende. Ja, okay. Also ich bin jetzt nicht so einer, der... Also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt so, wenn die 8 Stunden oder auch nicht, glaube ich, mein nächstes Aufnahmeseason ist schon... Ah, 4 Stunden. Glaube ich, weiß ich nicht. Bin aber eigentlich kein Mensch, der jetzt so ultra viel aufnimmt. Also der jetzt, weiß ich nicht, einen Monat vorproduziert oder so. Also im geringsten Fällen, die das machen, welche Humor vorproduzieren und machen und machen wir. Maul. Im Monat vorproduzieren, wir reden und machen, wenn ich machen muss. Also im ganzen Monat jetzt einfach sagen, ich produziere jetzt mal einen Monat vor. Das würde ich doch machen, wenn ich das machen muss. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich mit YouTube auch kein Geld verdiene, also ich YouTube irgendwie als Lebensunterhalt sehen würde, so muss oder so, wie manche das machen. Weil ich finde, ich würde es auch nie machen. Weil, weiß ich nicht, auf Geld angewiesen zu sein von meinen Zuschauern, ich meine, erstmal mit die Reichweite umkommen, weil ich das so. Das würde ja heißen, dass wir viel, viel höhere Reichweite haben. Also 100.000 Abonnenten. Und jetzt, wenn ich sie hätte. Werbung schalten, ja. Das tut nicht für sowas. Das mag sein. Weil, warum nicht? Ich meine, wenn ich hier ein bisschen was rausholen kann, ne, jetzt verdient, ne, meine. Er müssten ja auch die Spiele herkommen, ne? Und so, also hier vielleicht sogar noch akzeptabel. Aber ich weiß, jetzt würden viele die Barrikaden wie Werbung. Aber auch nur einmal. Ich würde nicht jetzt 3-4 Mal in der Mitte der Werbung reinklatschen. Einmal Werbung. Einmal pro Video. Das hier, aber da fahrt man ja. Ich meine. Hola amigo! Ich glaube, ein 20 Minuten Video oder 5 Minuten Video und einmal Werbung, das ist ja ein faires Angebot. Und wenn man den Fernsehen sieht, dann, ne? Hätte ich das ein sehr, sehr faires Angebot und sind auch mal so schön. Aber wenn mir wirklich so ein YouTuber wirklich gut gefällt und dann immer kurz 20 Minuten Werbung gucken, 20 Sekunden, 5 Sekunden, irgendwie, so eine 5 Sekunden wieder überschwimmen, weil ich viel Werbung habe. Oder mal 10 Sekunden, dann kriegt er für so ein 20 Minuten Video. Ich finde es auch geil, dass die alle ein bisschen anders designt sind. Ja, das Richtige, ne? Ja. Ich hätte aber so random gestartet, aber war so richtige. Ja, weil das am besten finde, dann können wir so fliegen. Als der Herr. Wenn wir da oben rauskommen, aber wenn ich da oben, wo muss ich mal hin? Da muss ich mal hin. Das war echt cool gemacht. So mit ums Eck und so. Oh, die Munition oder so. Ich hab vergessen. Warum muss man das überhaupt machen?
Da müssen dahin die ganzen Munitionskisten und welche zerstören. Boom. Wir werden angegriffen! Doch, Karo! Stirb du zuerst, Arschloch. Na, ich will meine Waffen wieder. Mein Lager ist jetzt Problem, ne? Oh, danke. Oh, der hat mir mal voll einen mitgegeben. Oh, er hat mich mal gemerkt. Sehr gut. Ansiedlung übernommen. Ja. Da ist der Hochfliegen, den. Fertig, dann würden wir jetzt auf die obere Insel da fliegen. Boah, wollen wir das diese Folge einmal fertig machen? Kann ich gerade überlegen. Ja komm, lass es doch machen. Ohne Witz, jetzt nochmal einen Cut setzen irgendwo, nur damit wir machen jetzt diese Folge fertig. So. Ohne Witz, es ist nur rumgejumpt und rumgekriegt, aber wir machen jetzt fertig. Wenn es jetzt zu lang geht, dauert auch überhaupt nicht. Beeil mich jetzt. Kann ich diese Folge noch vielleicht noch fertig bringen. Vielleicht nochmal zu einem glorreichen Abschluss bringen. Dieses schöne übernehmen da. Dass ich diese Folge war, würde ich dann sagen, ja. Aber wenn ich eine Spiele-Session gehabt habe, mal wieder mit einem, mit übernehmen, dann geht es gut. Ich werde daraus ein schönes Renner-Projekt machen und dann. Jo, dann mache ich die Folge jetzt auch zu Ende. Dann müsst ihr also wieder die 6 Folgen haben. Die 6 Folgen ist gut. Gleich bis zum 8. Nicht schlecht. Geil, ist das cool. Vielleicht sind sowas natürlich. Na, aber ich muss ja auch mal ein bisschen weiterdenken. Ich muss ja mal ein bisschen Vorsprung haben auf euch. Klar. Das ist halt doof, ne? Wenn ich keinen Vorsprung hätte, wäre es doof. Da muss ich nachher noch Skyrim aufnehmen. Yay, geil, cool. Skyrim noch auf, geil. Quest 2 da. Also auch relativ weit ja schon. Und dann, war es das also dann mit den Hauptquests von Skyrim. Mach mal, das war ja auch ein langes Spiel. Ich finde lange Projekte immer auch geil, also würde ich ganz ehrlich sagen, dann muss ich mich immer, weil neue Projekte sind immer gut, aber wir haben mal wieder Bock auf neue Spiele, aber ganz ehrlich. Wir brauchen Unterstützung! Und dann. Naja, da. Hat er auch noch was gefallen? Naja, dann müssen wir machen, Alter. Ist das richtig, ne? Jo, ist das richtig. Lass doch einfach durchziehen. Ohne Witz, Level durch. Oh, Entschuldigung. Oh, voll die Nackenklatscher. Das hat sich
sehr böse angehört. Das war doch mein Kollege. Das ist zu weit, dann geht der Team wirklich falsch. Ich kann einfach zwischen Spawn und Fahrteam unterscheiden. Wasser bei James Bond, ein Quantum Trost, wer von Freund oder Fahrteam unterscheiden kann, muss gehen. Der müsste jetzt eindeutig gehen. Ich hab das Spiel sogar. What the fuck, Alter? Ja, das meine ich. Wenn man kommen die von hinten an und rasen wie die Bekloppten rein. Ich hoffe, das ist das Quartier, wo ja so richtig sein. Da wird es ja wohl ein bisschen freundlicher zugehen, auch mit den Autos. Ich meine, dass sich ein Auto mal anfährt. Das wäre ja nicht mal das Schlimme. Auch wenn sie den komplett tötet, ist es halt eine Kacke. Und ein bisschen Schabernack, sich ein bisschen Schabernack treibt, ist auch nicht so schlimm. Kommt mit allem zurecht. Aber ich habe eine leichte Toleranzgrenze, was angeht mit, ich komme damit zurecht. Okay, komm mal, komm. Er gibt mir das Ziel. Dann haben wir die komplett aus unserem Land, aus der Stadt hier vertrieben. Aus unserem Land hier. Stadt. Das ist der Insel. Ja, der Titel ist echt geil, Leute. Ich glaube, Far Cry 3 hätten wir auch, weil ich ja auch noch dieses Jahr auch das kann. Aber ich schon wieder krass, wie ein Jahr vorbeigeht, aber ganz ehrlich, mittlerweile. Dann sagen wir es auch immer so krass, ne? So ein Jahr vorbei, boah, wenn es alles. Boah, ist mir vorbei. So, ist es mir so, ja, ist doch letztendlich nur eine Zahl. Also, weiß ich, ist doch letztendlich nur eine Zahl, die sich ändert. Also, dieses Jahr, das Jahr ist vorbei, und damit ein neuer Lebensabschnitt und was so alles gibt. Ich weiß nicht. Also, ja, das Jahr ist vorbei, aber es ändert sich denn daran. Ich werde nächstes Jahr genau das gleiche noch machen auf YouTube zum Beispiel. Es wird sich nicht viel ändern. Außer also, das 1. Januar 2019. Es ändert sich aber nicht viel. Die Leute tun dann immer halt so, als wenn jetzt sich alles ändern würde und alles wird anders. Ja, wenn es dann wirklich anders werden würde, ja gut. Wir werden jetzt die gleichen Spiele bekommen. Ist eigentlich. Also ich meine, natürlich feiere ich Silvester, klar. Aber so was manche dann machen, ja, die Zeit, die ja die vergangen ist, irgendwie ist auch eine Zahl, die da hinten war, die 19. Dann war Kapitel 20. Also irgendwie ist das doch überhaupt nicht ausschlaggebend. Ich muss sagen, also, ja klar, man kann immer sagen, es war ein erfolgreiches Jahr und es hat auch immer so Gründe, klar, erfolgreiches Jahr, erfolgreiches Geschäftsjahr, erfolgreiches Jahr für jemanden selber, für mich persönlich, klar, ein erfolgreicher Monat, aber, klar, wenn man jetzt, natürlich, wenn man jetzt, weiß ich nicht, wenn das jetzt natürlich in 2019 ändert sich irgendwas, krass oder irgendwie sowas, okay, aber was ändert sich normalerweise, jetzt mal ohne Scheiß, es ändert sich nichts. Oder ich sehe einige Dinge, aber auch andere Menschen. Das ist bei mir auch so. Ich sehe einige Dinge anders. Bei Videospielen oft so, wo ich mir denke, das sind ja toll. Okay. Wenn ihr das toll findet, dann muss ich ja toll sein. Geht ja, weil Beispiel geht ja 5. Ja, 5 war ein geiles Game, aber so wie es euch den Himmel gelobt haben, war es für mich nicht. Da war kann ich GTA 4 an vielen Stellen, gerade bei Story besser, weil ich eher ein Story-Mensch bin. Aber da bin ich auch der Einzige, diese Meinung hat, ich weiß. GTA 4 ist auch mein Lieblings-GTA. Kein Scheiß. Also GTA 4 ist wirklich mein Lieblings-GTA. Trotz allen Bugs und dass wie teils kaputt ist, es ist mein Lieblings-GTA. Und ich würde das auch. Ich liebe GTA 4. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde das so geil. Ich finde GTA 4 ein einmaliges Game. Und immer. Hey Mann!
Brauchen Sie Arbeit? In das beste Game, also mittlerweile das beste Game, was sie rausgebracht haben, ist für mich auch, weiß also momentan entweder nur Red Dead Redemption auf jeden Fall. Mag ich auch richtig gerne mit GTA 4 zusammen. Ich mag einfach diese Spiele von Rockstar, die so ein bisschen auf die auch auf die ernstere Kerbe, auf das ernstere, auf die ernstere Sachen eingehen. So Red Dead, Dimension 2, geht auch auf so ernste Themen ein. So, ich mag das. Ist sehr geil. Perfekt. Heißt, die Spiele an sich, heißt, die anderen schon keinen Spaß haben, Leute. Und wenn ich alles besser finde, ist ein anderes Spiel scheiße, wenn ich kann, geht ja auf den Wochenkreis gerne. Nur halt nicht, auch nicht so geil wie GTA 4. Und ich habe auch eher gedacht, GTA 5 wie GTA 4 wird eher so einer coolen Story. Und so, aber dann wurde das nicht. Es wurde anders, als ich mir vorgestellt habe. Weil ich habe eher GTA 4 gedacht, als irgendwie GTA 4. Also das gut. Ich war der Einzige, der diese Meinung hat. Es tut mir leid. Ich fand erst Andreas nicht so doll. Danke, dass du meinen Kanal nicht so verlassen. Tut mir leid, dass ich eine Meinung habe, aber ich finde es in Andreas. Ich weiß, ich habe auch nachher ein legendäres GTA. So. Habe ich hier mehr Spaß dran. Weißt, obwohl es simpler ist, weil hier weniger Katzen sind und die Story hat mich auch nicht interessiert. So, konnte ich doch nicht so toll. Ich wollte gerade wegkennen. Ich bin kein GTA San Andreas Fan. Hab jetzt zwar durchgespielt am Stream mit euch, einmal so durchgespielt und von zwei Mal. Beide Male nicht von so. Affleck ist erinnert sich das nicht, wenn wir in Schwierigkeiten wechseln. Aber nö, die waren ja weg. Leute, ja, bitte. Hey Leute, mit keiner Energie. Oh Gott, nein. Boah, also manchmal. Die echt nette. Jetzt haben wir voll mit in die Folge geschrieben. Aber ich habe halt auch einen anderen Spielstil. So, ich glaube einfach, das liegt aber daran, die Story auf Null ist, dass ich die ganze Dinge bestehen würde. Oh, ja, genau. Danke. Sind mich gleich so alle lackiert. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, also tut doch mal was. Wollt ihr mit den Lehrern oder tun? Wäre das. Oh Gott! Keine Energie mehr, ne? Ja, wie sieht sie denn noch aus? Oh, hier ist eine Granate. Alter, das war eben aber. Das war immer haarscharf an der Grenze. Oh, da ist ein Unikit, das habe ich schon geblickt. Wo ist denn? Warte kurz, hat sich da aufgeladen hat. Danke. Da werde ich ein bisschen Energie haben. Männer wie dich. Boah. Das war eben aber ganz schön hart. Das war ein hartes Stück Arbeit. Muss ich ehrlich sagen. Ja, jetzt für drei Stücke mal einen neuen Part. Also, genau. Das passt zu sehr. Also ja, also ich fand GTA San Andreas kein gutes. Also wieder Vice City war nicht geil, sondern 3, GTA 4, Lost Damp, Battle of Bedoni, GTA 5, dann. Wow, ja, war auch geil. Halt, das war halt echt cool, aber da habe ich auch diese Thematik wieder noch nicht so angesprochen. Diese Bankräuber-Thematik.
bei Red Dead Redemption sind wir Arthur Morgan, der Bande, voll geil. Bin ich wieder voll mit drinne. Aber ja, ich glaube einfach, das ist halt so ein bisschen eine Geschmackssache. Das ist halt tatsächlich eine Geschmackssache. Ich glaube, klar, und daran merkt man auch wenn ich mal ein Spiel nicht mag, heißt es nicht, dass man das spielt. Von mehreren Sachen. Ich finde es einfach, ja. Ja, aber Just Cause 2 jetzt wurde mal angezockt, weil ja so viel anders weiß, das Just Cause, das Vorteil, der ist so viel besser als Just Cause 3, der ist so viel geiler als Just Cause 3 wegen einem komischen Klimazon. Nein. Meiner Meinung nach, nein. Das Cause 3 spielt sich ganz schön altbacken. Also wirklich. Hola, amigo. Das spielt sich auch ganz schön altbacken. Also es ist kein schlechtes Spiel. Nö, das ist es nicht. Aber es ist nicht besser als Just Cause 3. Da finde ich Just Cause 3 doch nicht besser. Also, weiß ich nicht. Kann ich mit der Meinung nicht übereinstimmen. Aber auch, das ist meine Meinung. Leute, wenn ich ein Spiel nicht so finde, wie du es findest, es ist meine Meinung. Ich sage es nicht. Und das heißt ja auch nicht, dass ich meine Meinung des Spiels scheiße. Das meine ich damit nicht mal. Und das Spiel? Spiel. Nur halt nicht einmal so, nicht ganz so, wie manche es halt jetzt finden. Das ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen okay, wenn du jetzt sagst, so, ja, das ist mein Lieblingsgame. Vollkommen in Ordnung. Ich finde das für zwei besser. Ich mach die Italien. War echt geil gemacht. Weißt du wie? Cooler Schauplatz. Feuerkreis, langweilig, weil ich meine, die sind langweilig, war vorbei, was er gemacht hat. Habt ihr wie schon da, was habt ihr da gemacht, Alter? War ganz langweilig. Na cool. Nee, es ist ja auch nicht, es ist ja auch meine Meinung, Leute. Nur weil ich jetzt eine Meinung habe, heißt ja nicht, dass ihr erstens teilen müsst, oder zweitens, das ist jetzt ja wahre Münze, das ist jetzt, die Wahrheit ist, oder das ist jetzt einzig wichtig ist, wenn ich mir eine Meinung bilde, über ein Spiel ist ja, ein Spiel wirkt. Jedes Spiel, egal ob ein schlechtes Spiel spielt oder ein gutes Spiel spielt, es wirkt auf euch. Es hat dabei irgendwie eine Wirkung, sagt, du, ja, richtig geil. Oder hat eine Wirkung, wo ihr sagt, naja, lass mal stecken. Diese beiden Arten gibt es. Und es ist vollkommen okay, wenn du sagst, das Spiel mag ich. Deswegen, oder mal so, das hier mag ich. Ich kann auch nicht verstehen, wie manche hier Borderlands anzumögen können. Das fand ich grausam. Das fand ich so schrecklich. Ja, mal meine Meinung. Ich finde GTA 4 ist mein Lieblings-GTA. Meine Meinung. Ich sage ja nicht, dass es das beste GTA da ist. Oh, das kannst du sowieso nicht sein. Du kannst ja mal in die Engine sagen, das ist das beste GTA. Das ist die schwerste Mission, die jeweils in die Länge gegangen ist. Das ist zwar schon okay. Aber er kann auch mal andere Empfindungen haben. Wenn jetzt jemand wie ich zum Beispiel ohne Probleme hat mit Fliegen, dann würde er mal San Andreas sehen, die schwerste Mission ist die Flugschule. Das fand ich die schwerste Mission San Andreas. Weil ich unfassbar Probleme habe mit Fliegen. In San Andreas. Weil er es in wenigen Spielen mag, bitte nicht cool. So, es war für mich die schwerste Mission. Das kommt auch mal. Oh ja, da was gewinnen soll. Hallo, der Krieg ist aber vorbei, wo ich denn? Warum stellt man sich eigentlich da oben hin? Was soll das? Okay, jetzt haben wir noch drei Dinger. Ja, ne? Aha. Ich finde auch bescheuert, wenn man halt ausstellen muss. Warte. Nehmen wir die Siedlung wieder an. Okay, das sind noch drei Dinger, ja. Gott, das ist alles aktualisiert. Noch drei Dinger, ja.
Dann fliegen wir jetzt da oben hin, dann dahin, dann haben wir alle. Oh, würde ich sagen, completed, ne? Haben wir komplett gemacht dann. Jo, dann kann ich ihm, dann werde ich auch danach aufhören. Okay, dann müssen wir mal weiter. Keine Möglichkeit vertauschen. Ja, machen wir mal durch. Dann haben wir jetzt 6 Folgen und jetzt ist doch los, dann war es doch. Wenn wir enden mit einer großen Folge. Also sonst wäre einfach zu viel geworden. Ich hätte es in eine Folge platschen. Meint ihr, dass ich vielleicht jetzt denken oder hoffen würden? Das geht nicht, das zu viel. Also ist okay. Nee. Und es ist eine Meinung, ich glaube, auch wenn jemand sagt, Red Dead Redemption 2 ist ein langweiliges Spiel. Oder jemand sagte mal, The Last of Us 1 ist ein langweiliges Spiel. Konnte ich nie nachvollziehen, das war das Spiel grandios. Aber es ist eine Meinung und ein Spiel wirkt. Egal, ich glaube, es mochte es am Ende oder nicht, das hat auf dich gewirkt. Auch ein Film wirkt. Auch wenn du was isst, wirkt es auf dich. Wenn du sagst, schmeckt besonders gut. Oder du sagst, es war nicht in Ordnung. Es hat auf dich gewirkt. Und das ist immer das, das ist einfach so. Leute, es ist egal. Und da auch genauso die gleiche Scheiße wie Battlefield oder Call of Duty Gamer. Warum darf ich denn nicht beide spielen? Was spricht denn dagegen? Warum? Ich kann ja auch nicht jetzt da ich spiele. Warum darf ich denn nicht beide spielen? Die Xbox One oder PlayStation Besitzer. Warum darf ich denn nicht beides besitzen? Warum muss ich mich theoretisch... Okay, ich entscheide mich auf für die PlayStation. Ich finde, ich brauche keine zwei Konsolen, weil PC und PlayStation das reicht. Aber warum... Warum immer dieser Konsolenkrieg? Jeder nur das sorgen, was er will. Und ich mag die Xbox. Ich bin kein Xbox-Mensch. Ich finde die Xbox nicht gut. Ich mag keine AMD-Grafikkarten. Ich finde Nvidia 10-mal geiler, wegen Gamers, irgendwie in verschiedenen Sachen. Da haben wir Probleme gehabt. Ich mag keine Nvidia-Grafikkarten. Dennoch gibt's Menschen, keine AMD-Grafikkarten. Dennoch gibt's Menschen, die schwören auf AMD-Grafikkarten. Ich finde sie immer noch scheiße. Ich weiß nicht, brauch die nicht. Finde ich blöd. Peinlich. Ich will mir nie eine AMD-Grafikkarte kaufen. Also, AMD-Grafikkarte würde ich mir dann kaufen, wenn ich wirklich jetzt ein, wenn ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich ein, wenn es nicht sein müsste. Aber dann würde ich mir über eine 1060 oder so kaufen. Bevor ich mir eine AMD-Grafik für 300 Euro kaufe. Dann will ich mir eine CDS für 200 Euro kaufen. Oder eine Scheiße. Ich finde das so. Und das heißt ja nicht, dass es... Ich meine, AMD gibt's ja noch, ne? Also das müssen ja Leute kaufen. Schlechte Wahl. Nein. Nein, Schatz. Es ist auf mich, ich finde das so. Das ist ja immer nicht... Es ist immer bei Menschen das Problem so. Warum darf man nicht selber eine Meinung haben? Und man hat die einfach. Ich finde CSGO scheiße. Ich mag das Spiel nicht. Weil trotzdem gibt es Menschen. Es gibt so viele Milliarden, Millionen Menschen, die das Spiel spielen. 400.000 Menschen, die CSGO spielen. Trotzdem finde ich das scheiße. Weil ich Surfman nicht mag. Warum? Weil man nicht so gut ziehen kann. Du hast die Hüfte. Das ist nicht mal bescheuert. Das ergibt keinen Sinn für mich. Das, könnt ihr mir tausendmal erkennen, dass es doch so und so Sinn ergibt. Das ist nicht so scheiße. So, meine Meinung. So, fertig. Und. Habe ich dir jetzt spielrecht geredet? Habe ich jetzt den Grafikrecht geredet? Habe ich dir jetzt... willst du dir deswegen jetzt kein CSGO mehr spielen, weil ich es jetzt gesagt hatte, aber... Nein, du wirst trotzdem CSGO spielen. Und das ist ja auch schön so. Jeder soll an dem Spaß haben, was an seinem Spaß hat. Ich habe im Dream hier Spaß. Jeder am Ende des Tages sind doch alles Gamer. Ich meine, egal was du spielst, ob du Mario spielst, ob du SpongeBob spielst, was weiß ich, ob du Red Dead Redemption 2 spielst. Wir sind doch alles Gamer, irgendwo. Meine ich. Ob du auf der PlayStation spielst, ob du auf der Switch spielst, ob du alles hast, ob du nur die Xbox gut findest, ob du PlayStation hast, du bist ein Gamer, du zockst genau wie wir, so. Ob du das denn auf der Xbox tust, oder auf der PlayStation, oder auf dem PC, oder auf sonst irgendwas, ist doch kackegal. Ob du CSGO zockst, oder lieber Battlefield zockst, ist doch scheißegal. Okay, kann man gut vergleichen. Aber ich glaube, ich darf bei jemandem aus. Das sind so Themen, die ich jedes Mal im Kopf hatte. Wo ich immer denke, Leute, könnt ihr nicht mal aufhören, Spiele immer anderen Leuten so, lasst ihr noch einen Spaß.
Ich finde, lass denn doch, ist doch egal. Also ich finde, jeder soll dann, wenn das Spiel so spielt. So. Und wenn der andere mal Spaß und der andere nicht, heißt ja nicht automatisch, du kannst die sowieso nicht so. Es ist immer, sieht auf den Spielertypen drauf an. Und manche Spiele späten einfach nicht jeden an. Das ist einfach so. Du spielst ja auch nicht jeden Spiel an. Ich wollte nicht, dass ich wollte nicht, dass ich danke. So. Ja, vorher, ich habe immer die halbe, den Finger auf. Ich habe den einen Finger auf R und auf D gleichzeitig. Also den geht auch, ja. Ich finde dafür, dass sie keine Munition haben, dass sie unendlich Munition haben, die Waffen sind ganz stark. Wäre aber gut. Finde ich schon mal wie ziemlich viel besser als das mir das weiß ich ja nicht mehr, finde ich doof. Vier weiß ich jetzt gar nicht. Aber doch. Ah, freue mich auf vier. Will vier spielen. Ja, ich glaube, in dem Zeitpunkt habe ich vier schon aufgenommen, bitte. Ja doch, Mist. Na komm, kommen doch relativ gut hin mit der Zeit. Naja, gut, 40 Minuten. Bisschen mehr als 40 wird es wohl werden. Da hätte ich nur speichern von liegen. Okay. Ja, ja. So, ich finde auch, ja, und deswegen, weil ich meine damit ja eigentlich auch nur, warum ich die Beispiele eben genannt habe, dass man einfach mal aufhören soll, anderen Leuten immer sagen, so, nee, ist nicht doof, das muss man gut finden, man muss nicht, ist auch Fortnite doof. Also wie, Game of the Year ohne Witz. Fortnite? Game of the Year, man, das ist ein witziges Spiel. Es ist ein kleines, es ist ein Kinderart Kinderspiel. Ist okay. Und vielleicht das bestes Kinderspiel von mir aus. Oder was weiß ich für Awards. Aber Game of the Year, das beste Spiel, das dieses Jahr rauskam. Geht's noch? Für die Frage. Tut mir leid. Ohne Witz. Entschuldigung, das Ding ist technisch scheiße. Das Ding läuft auf jeden Toaster. Es sieht grafisch nicht mal richtig geil aus, nur halb geil, das soll auch so aussehen. Aber ohne Witz, nee, komm, jedes, du hättest mir jeden, ich hätte alles okay gefunden. Jeden Preis hätte ich nehmen können. Also nicht Game of the Year. Halt die doch ganz dicht. Oh, ey, das hat mich echt enttäuscht, so Game of the Year. Also, man will es mir nicht, aber egal, ne? God of War hätte ich verstanden. Ich hätte PUBG hätte ich noch irgendwie verstanden. Weil dann, ja, also das ist, aber Fortnite? Fortnite? Ich hätte, what the fuck? Das kann ich nicht angehen, das ist doch ein Witz. Da muss ich mich mal getan haben. Entschuldigung. Da bin ich da irgendwie. Oh meine, weiß ich nicht, vielleicht bin ich ja gerade ziemlich ganz mitgekommen. Meine bestes Kinderspiel von mir aus, wo man da Menschen abschießt, aber egal. Ist auch witzig. Man schießt da Menschen ab in dem Spiel. Weil es war Cartoon-Grafik, oder so. Was nennt ihr da Vortrag jetzt? Was ich halt sogar. Es ist schon sehr witzige Sachen gegeben, dass Kinder dann, dass irgendwie Kreditkarten geholt haben und dann mein Vater oder was auch immer und einmal ein bisschen gekauft haben, ein bisschen geshoppt haben, den Item shoppen. Da kann man ja Items kaufen. Okay, das weiß ich nicht, aber dann, ich glaube Items kaufen, das war irgendwie ganz witzig. Da gab es da einige Fälle. Ah, coole Kids. Nein, ich weiß das gar nicht. Alles, also weiß ich auch nicht, aber das finde ich auch nicht.
Da müsst ihr gehen, oder? Warte. Wow. So viel. Gut. Nein, aber ganz ehrlich, das fand ich deshalb wenig verstanden. Das habe ich wenig verstanden. Aber deshalb Fortnite gespielt. Aber. Es war eine Phase, okay, nein. Weiß nicht. Okay, hat ja auch schon so gespielt, aber. Ist halt so. Ganz nett. Und tschüss. Die Orte haben dich gefördert. Du bist ein Kommandant. Geil. Zweiter oder 100? Genau, okay. Cool. Ja, wir sind die letzte Basis, ne? Und dann haben wir es geschafft. Ey, das ging ja mal. Das ging ja mal richtig flott. Ja, muss aber mal anfangen. Mit so viel, mit so vielen Dingen im Leben. So viele Dinge im Leben, wo man so denkt, oh, das dauert nur 3 Jahre. Leute, fangt einfach damit an. Das habe ich so, also es ging so oft so. So viele Dinge im Leben, so, oh, man denkt, oh nee, wenn ich damit jetzt an, dauert so lange und das wird sowieso. Und hier und da. Leute, fangt einfach an. Auf über nachzudenken, wie lange das dauern könnte, und fangt einfach mal, fangt damit an. Das größte Problem ist, Leute, mit Sachen, wenn man nicht anfangen, aber mal anfangen. Wenn man angefangen hat, dann ist es nicht richtig geil. Jetzt sind wir hier schon wieder rüber. Auch jetzt rüber fliegen. So, dann machen wir jetzt die letzte Basis, dann werde ich kurz speichern fliegen und dann war's mit der Folge. Mit der 7 sogar noch nicht auf. Mal ausfallen. Oh Gott, 3. Bei dem Morgen. Dann kann man ja auch mal aufhören. Noch das Kurs gezockt. War immer wieder geil, aber ne? Hey Mann! Brauchen Sie Arbeit? Los. Wo ich mir was setze und dann war's das. Ich guck, ob es jetzt irgendwas passiert gleich oder ob einfach nichts passiert und ich wurde einfach so hingenommen, war der jetzt halt geschafft. Oder fehlt ihr Fortnite an Game of the Year? Habt ihr so, ja, das ist irgendwie, fehlt ihr da, ich weiß nicht, also. Fehlt da irgendwie. Wird auf dem falschen Dampfer, muss ich jetzt nochmal gespielt haben, müsst ihr verstehen. Ich bin ja wieder einmal bei der Übernahme dann gestorben, aber es wäre noch. Wenn jetzt kein Auto kommt, sterbe ich ja nicht. Da ist, kannst du ja ausweichen, ne? Ein bisschen Energie hast, du kannst weiß, ein bisschen mal retten. Wo ist die? Nein. Eine Wanderung machen oder was? Tschüss, tot. Tschüss, egal, dann ist der Wendt tot. Stufe 3 ist geschafft, das letzte Mal haben die das wieder und dann noch nie. Und die Kisser mich in Ruhe lassen.
Ja, Ansiedlung übernommen. So. Jetzt habt ihr alle. Jetzt könnt ihr euch glücklich schätzen. Oder auch nicht, jetzt mit unten scheißegal. So, jetzt habe ich wie viele Punkte? Da 2130. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Ach ja. So. Ich. So, dann haben wir jetzt. Ja, wir haben mehr. Cool. Ja, 2700 ist das nächste und danach das andere. So, okay, dann müssen wir noch. Dann müssen wir jetzt auch noch Punkte farmen. Das machen wir dann in den anderen Folgen von Let's Play das Kurs, weil jetzt machen wir es nicht mehr. Weil ich das mal bis zum nächsten Mal mache, damit die wieder nicht fertig sind, keine Ahnung. Bei den Gorillas könnte man ja noch ein bisschen warten damit. Das könnte ich mir so vorstellen, dass es dann nicht mehr ganz so ist. Weil wir entziehen hier nur zwei Dinger. Ja. Moment mal, warte. Wie oft muss ich den Scheiß nochmal machen? So, wir haben das minus, was ich habe, durch 30. Nochmal. Quatsch. Das ist einfach eine Scheiße. So. -2130 durch 30. Ja, 52 mal müsst ihr dann machen. Na gut, das geht ja. Na, es ist jetzt viel anders. Ihr müsst dazu, wir wissen, die Aufgaben sind kurz. Die sind sehr klein. Das ist sogar machbar. Das können wir halt sogar am nächsten Mal mal gucken, ob wir das nächste Mal schon anfangen. Muss ich was haben. Gut, Folge kurz speichern, dann haben wir die Folge fertig und dann haben wir einen großen einiges erreicht. Aber hier hat sich auch nichts geändert. Nein. Also es hat sich im Krieg nichts geändert. Dann fliege ich ganz kurz dahin und dann würde ich sagen, komm, dann da ein Cut setzen und dann machen wir nächstes Mal weiter, mal gucken, mit was. Machen wir mit der Hauptmission oder machen also die Gorillas da fertig. Ja, dann wäre wär sehr, 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 sehr weit gekommen. Ah, wir haben was von den Rogers. Cool. Ein Dank an die Rogers. Und danke an euch fürs Zuschauen. Auch wenn der Part ein bisschen länger geworden ist, natürlich hätte ich auch hier raus zwei Parts machen können, aber passt schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Just Cause. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Pyrus. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bye.